Okay, also herzlich willkommen im Punch Club The Dark Fist. Ich guck mal mit euch rein, ob es wirklich so toll ist wie versprochen. Es gibt ja wirklich sehr, sehr gute Rezensionen, die sind ja wirklich durchweg positiv. Ist es wirklich so positiv? Wir gucken uns das an. In den Options werden wir feststellen, wir haben als Language auch Deutsch. Ich habe es auf Englisch gespielt, weil ich Englisch sehr gerne mag, aber wir gucken uns das jetzt in diesem Run einfach mal auf Deutsch an. Anwenden und dann geht es auch schon los. Wir suchen einen neuen Spielstand aus. Das ist meiner, den ich bislang gespielt habe. Ich bin bei Tag 199, aber wir fangen natürlich ganz gemütlich von vorne an. Also, wir geben uns einen Namen und der heißt natürlich Linio. Ganz klare Geschichte. Hardcore-Modus wollen wir nicht, den werde ich ja später ausprobieren. Wir fangen mal ganz easy und entspannt an. Die Vorgeschichte, ja, interessant, wird im Spiel selber auch nochmal etwas genauer erklärt. Die überspringe ich jetzt einfach mal, damit wir ein bisschen was vom Gameplay sehen. Also, wir überspringen. Wir sind in unserem Haus und als erstes klingelt das Telefon. Wir liegen hier auf der Couch und natürlich gehen wir erstmal ans Telefon. Hallo? Schläfst du noch? Schwing deinen faulen Hintern vom Sofa und geh zur Arbeit. Wie wäre das? Arbeiten. Wir müssen also offensichtlich irgendwas tun. Okay, Frank, ich mach's. Also gehen wir zur Arbeit. Da liegt eine Zeitung auf dem Tisch, in der du Stellenangebote finden solltest. Bis dann. Ich vermute mal, als erstes müssen wir die Zeitung schauen. Oh, ich muss trainieren und frühstücken. Ja, was denn nun? Schlussendlich geht es bei diesem Spiel darum, hier oben diese Werte Stärke, Geschick und Ausdauer hoch zu trainieren. Training kostet Essen und Energie. Wenn wir nichts mehr zum Essen haben, dann wird es schwierig mit dem Trainieren. Deswegen, wir werden ums Arbeiten nicht drum herum kommen. Aber wir gucken uns mal an, was wir tun können. Ganz am Anfang schauen wir bei uns in die Garage. Ich sollte ein paar Liegestützen machen. Ja, wir haben hier sonst in der Garage leider nichts anderes, außer diese Matte. Da gehen wir drauf und pumpen mal ein bisschen. Wie wir sehen, hier kommen beim Trainieren die Punkte raus. Die werden hier oben aufaddiert. Aber schon ganz am Anfang haben wir Hunger. Stimmung ist in Ordnung, Energie ist in Ordnung. Gesundheit ist in Ordnung, allerdings Essen, hat er uns auch angezeigt, müssen wir. Also zurück in die Küche und wir wollen mal schauen, was es zu essen gibt. Es sollte noch was im Kühlschrank sein, sagt er. Schauen wir mal, ab in den Kühlschrank. Tatsächlich, Limonade gibt es noch und Tiefkühlpizza. Viel mehr gibt es nicht, aber im Supermarkt kann man mehr kaufen. Das wollen wir tun. Wir essen mal als erstes eine Tiefkühlpizza, die bringt uns 17 Hungerpunkte oder Essenspunkte zurück. Die essen wir mal, wir werden hier oben sehen. Blub, geht da rein, ist nicht mehr ganz so schlimm. Jetzt können wir uns einen Job angucken, Blick in die Zeitung. Und da sehen wir, nicht gerade der beste Job, aber was soll's. Wir bewegen uns immer über die Stadtkarte in der Stadt selber. Alles andere erklärt sich später. Wir gehen auf die Stadtkarte, da ist unser Job auf dem Bau. Da müssen wir hin, verbrauche Zeit und Gesundheit, um Geld zu verdienen. Machen wir. Wir können mit dem Bus fahren. Wir haben aber leider nicht besonders viel Geld oder zu Fuß laufen. Das bringt uns 3 Stunden, die hier oben in der Uhr angezeigt werden. Wir gehen zu Fuß, machen uns auf den Weg. Aber erstmal unterwegs, der erste Brawl. Es gibt auf die Nase. Wir wollen kämpfen. Niemals Kämpfe. Das ist das Kampfmenü. Wir werden den ersten Kampf definitiv verlieren, aber wir sehen hier, wir können Talente einsetzen. Das ist hier diese beiden freien Slots. Da können wir was einsetzen, mit dem wir kämpfen können. Und Talente sind sortiert in Offensiv, Defensiv. Wir gucken uns das Ganze an. Also, wir haben nicht ganz so viele Talente ganz am Anfang. Wir können ausweichen, wir können blocken, wir können zuschlagen. Und das war's, glaube ich, auch schon. Viel mehr können wir nicht. Wir haben nur eine ausgewogene Taktik, mehr haben wir noch nicht. Also nehmen wir einen Schlag und wir nehmen Ausweichen. Und damit müssen wir kämpfen. Hier oben sehen wir die Anzeige Gesundheit des Gegners. Das ist die Agilität, also die Energie, die für die Schläge verbraucht werden kann. Und wir sind hier leider, na, wir sind nichts. Also werden wir diesen Kampf verlieren. Auf geht's. Es wird immer ausgeteilt im Wechsel. Das Spiel würfelt aus, ob man trifft oder ob man nicht trifft. Man verbraucht Energie für die Schläge, man verbraucht auch Energie, wenn man getroffen wird und man verbraucht Gesundheit, wenn man getroffen wird. Hier sieht man es gerade ganz deutlich. Das gibt auf die Nase. Bäm! Kurz danach sehen wir noch, wie die Werte runtergegangen sind.
So, ich habe nicht wirklich viel weiter gespielt. Ich möchte nur nicht den ganzen Anfang spoilern. Deshalb habe ich mal so weit gemacht, dass ich ein bisschen was zu essen für zu Hause kaufen konnte und ein bisschen Geld überhaupt, um trainieren zu gehen. In der Muckibude. In der Muckibude könnt ihr euch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Geräte aussuchen, mit denen man trainieren kann. Die haben unterschiedliche Beeinflussungen dieser Werte hier oben. Ich zeige euch das mal, wenn man es auf Laufband geht, mit den Füßen hier, die Ausdauer wird erhöht. Man sieht das, hier kommen wieder die grünen Bläschen raus. Das Dumme daran ist, man trainiert und trainiert, aber am Ende eines Tages, ich zeige euch das jetzt gleich mal, verliert man leider auch wieder von dem, was man da sich mühevoll antrainiert hat. Das heißt, man kämpft eigentlich die ganze Zeit immer gegen dieses, ja, es geht runter. Jetzt gleich kommt der Wechsel im Tag und dann werdet ihr das sehen. Hier verloren 9, gewonnen 6, das heißt, ich habe mich hier nicht wirklich verbessert. Bei Blau habe ich sogar nur verloren, aber ich habe trainiert auf dem Laufband 110, 18, das heißt hier die Werte steigen langsam. Grundsätzlich geht es darum, die Werte so hoch wie möglich zu bringen, aber eben nicht alle gleichmäßig, sondern man sollte sich überlegen, welchen Weg man einschlägt. Ich habe mich jetzt in diesem Spiel, habt ihr vielleicht ganz am Anfang gesehen, darauf festgelegt, dass ich Agilität, also Geschick, das hier tatsächlich hochbringe. Ich werde nie besonders kräftig sein, hat man mir gesagt, aber ich bin sehr schnell. Das heißt, ich versuche über diese Taktik zu kommen. Das werdet ihr nachher auch im Talentbaum, den ich euch mal zeigen kann, hier im Talentbaum sehen. Man kann viele verschiedene Dinge erlernen. Schläge, Tritte, Blocken, Ausweichen, taktisches Lernen und so weiter. Das bekommt man hier über diese gelben Talentpunkte, die man in Kämpfen bekommt. Wenn man gut kämpft, kriegt man Talentpunkte und dann kann man die hier umsetzen in neue Techniken. Und dann gibt es hier halt die Techniken selber. Weg des Bären ist der kräftige, Weg des Tigers ist des Schnellen und Weg der Schildkröte ist des besonders Ausdauernden. Das heißt also rot, er hier, blau dieser hier und grün dieser hier. Ihr solltet euch also irgendeine dieser drei Talente aussuchen, dass ihr pushen wollt, wirklich hoch pushen wollt und dann die entsprechende Technik dazu. Bei Weg des Tigers, Karate-Kick und so weiter, Windstrom ausweichen, fall nicht hin, dein Geschick sinkt nicht unter 8 und so weiter. Also es gibt hier eine ganze Menge zu tun. Am Ende gilt es tatsächlich hier in der Liga zu kämpfen. Wenn wir hier draufklicken, sehen wir Typ Liga-Tabelle, derzeitiger Rang 12. Anmeldebeginn für den nächsten Kampf ist in 2 Tagen. Und bis ich da wirklich dran teilnehmen kann, muss ich eine dieser Talente hier auf 5 gebracht haben. Ich habe mich ja für Blau entschieden, also nehme ich hier zum Beispiel den Punching Ball. Der bringt mir ganz viele blaue Punkte. Aber ihr werdet gleich sehen, ich kann nicht ewig trainieren. Hier oben, man sieht schon, Essen sinkt immer weiter. Irgendwann sagt er wieder Ö-Ö und ohne Essen geht es nicht weiter. Dummerweise kann man nur zu Hause essen. Stimmt nicht ganz, man kann auch in der Pizzeria essen, aber wenn man sich vernünftig ernähren will, geht das nur zu Hause. Jetzt ist der Punkt, ich muss also nach Hause. Für meinen Kühlschrank habe ich mir schon ein bisschen was geholt. Der Tipp von mir ganz am Anfang, probiert gar nichts anderes. Fleisch ist das Einzige, das gibt ordentlich Punkte, es gibt Gesundheit und macht auch ein bisschen zufrieden. Wir essen das. Und dann sieht man, hier geht der Balken relativ weit hoch. Allerdings so ein Stück Fleisch kostet 20 Dollar. Ihr seht, ich habe im Moment 15 Dollar. Das bringt mich nicht wirklich. Und wie versprochen, hier gucken wir jetzt mal ins Endgame, wobei ich nicht weiß, ob es das Endgame ist, aber ich bin schon sehr, 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 sehr weit fortgeschritten in der Story. Man sieht das ja an dem Storybaum, da ist schon eine Menge passiert. Ich bin bei Tag 199, ihr seht, hier meine Werte sind auch relativ hoch. Ich habe mich gar bei dem Spiel für Stärke entschieden, ich bin also den Weg des Bären gegangen. Alleine das, dass man hier am Anfang die drei verschiedenen auswählen kann, je nachdem, was man Mick erzählt, wenn man ihn das erste Mal trifft,
hat das Einfluss auf die Geschichte. Und ich denke auch, dass es die komplette Geschichte verändert, denn es gibt total viele, die sagen, ich habe es jetzt schon 3-4 Mal gespielt. Wir gucken mal rein. Ich bin hier als Matsus, ich habe hier Din Kong als Manager und mein letztes Ziel ist, der Ultra-Champion zu werden. Man sieht das hier, Titelkampf, also ich bin nicht mehr in der Amateurliga, Current Place is 6, nicht genug Fame, das sind diese Sterne hier, ich brauche 250 Fame von 350, um den nächsten Kampf zu machen. Das habe ich gestern Abend abgespeichert, als ich den Kampf, den ersten Kampf um Platz 5 gemacht habe und habe derbe auf die Nase gekriegt. Aber ich kann das hier gut benutzen, um euch mal ein paar Sachen zu zeigen, die es sonst noch gibt. Wir gucken mal auf die Stadtkarte. Ihr seht, hier sind ganz viele andere Orte dazugekommen. Ich habe einiges zu tun. Ich müsste hier unten in der Unterwasserbasis die bösen Roboter bekämpfen. Dafür brauche ich allerdings Armor. Die bekomme ich hier bei Dons Basis, den wir irgendwann mal kennengelernt haben. Die muss ich ihm klauen, damit mir Mac das da hinten zusammenbaut und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge, die hier passiert. Es gibt auch einige Buffs, die man bekommen kann, also die einen pushen. Hier ist es verliebt. Ich bin in meine nette Freundin, die hier sitzt. Adrian, na klar, wo kommt das wohl her? In die bin ich verliebt. Und immer wenn ich verliebt bin, dann gibt es halt besseres Training. Trainieren kann ich hier unten. Das kennt ihr alle schon, das habt ihr jetzt ungefähr gesehen. Ich wollte euch einfach mal nur zeigen, der Talentbaum bei mir, Weg des Bären, da ist einiges, diese ganzen blauen Sachen hier sind dazugekommen, die grünen könnte ich jetzt freischalten. Ich habe mich hier ziemlich weit durchgearbeitet. Die grundlegenden Talente, da habe ich auch eine ganze Menge freigespielt. Man sieht, es steckt schon eine ganze Menge Zeit in der ganzen Sache drin. Und im Story-Modus seht ihr hier, da ist wirklich viel passiert. Und ich glaube, dass ich im Endgame bin, weil ich hier hinten bei die Antwort bin. Hier geht es im Moment der Champion, besiege alle Gegner auf deinem Weg zum Weltmeistertitel. Hier unten der Power Armor, die muss ich bekommen. Ich muss hier auf diese Insel den letzten besiegen, nämlich den Mann in Schwarz. Das ist das, was das Spiel mir jetzt an der Stelle noch bereithält. Ich habe Riesenspaß gehabt. Also ich habe wirklich einige Stunden investiert und manchmal geflucht und man rennt immer eigentlich dem hinterher, dass man trainiert und doch die Werte wieder verliert. Man guckt, dass man die Talentpunkte bekommt, dann fehlt einem wieder die Kohle dafür, dann ist hier oben die Balken wieder. Das erzählt eine tolle Geschichte, es macht echt Spaß. Man kann das Ganze auch noch umschalten in einen Retro-Look, das zeige ich euch gerade vielleicht mal.